Das ist das ehemalige Schulhaus im Osten Celles. Heute steht hier ein Polizeirevier. Und das hier ist das ehemalige Lazarett. Heute steht da ein Gesundheitszentrum. Dass die Zeller so etwas wissen, verdanken sie ihrer Lokalzeitung, der Zellischen Zeitung und einem besonderen Format. Alte Fotos erzählen. Redakteur Andreas Babel hat das Konzept erdacht. Ja, wir haben schon 2-3 Mal einen Anlauf genommen mit alten Fotos, weil wir gesagt haben, die Menschen leben ab einem gewissen Lebensalter zurückblickend. Das ist viel interessanter als das, was kommt. Und das hat immer nicht so richtig geklappt, bis ich dann gesagt habe, so, wir machen das jetzt in einem wöchentlichen Rhythmus. Die Leute sollen sich dran gewöhnen. Es wird ein Foto veröffentlicht an einem Samstag. Die Leute werden aktiv angesprochen, die Leser, dass sie sich beteiligen sollen. Wer weiß etwas darüber, wer kann etwas darüber erzählen? Bei den Lesern kommt die Serie gut an. So gut, dass Babel und seine Kollegen 2-mal im Jahr ein Magazin zur Serie herausbringen. Die verkaufen sich ganz gut, sehr gut sogar. Die erste Auflage musste 2-mal nachgedruckt werden. Und ich meine, die jetzigen Auflagen sind so 3.500. 7,90 Euro kostet eins. Und die CZ-Leser, die das hier im Servicebereich bei uns abholen können, erhalten das dort für 1 Euro günstiger. Und dadurch kriegen wir auch die Kundschaft ins Haus. Da sind die Zahlen so etwa 1.000, holen sich das alleine bei uns raus. Und wenn wir das kurz vorher bekannt geben, dann stehen schon 30, 40 Leute vor der Tür und warten darauf, dass sie das haben können. Es gibt Leser, die uns einfach Fotos vorbeibringen. Wir haben hier ein gut sortiertes Antiquariat, das uns auch immer mit Fotos versorgt hat. Und wir haben hier einen Postkartensammler, Arnold Linke, der eine sehr große Postkartensammlung hat. Das waren so die 3 Hauptquellen. Einer der Leser, die mit eigenen Fotos vorbeikommen, ist Rudolf Peterson. Regelmäßig spricht der 85-Jährige mit Andreas Babel, um sein Wissen von früher mit dem Redakteur zu teilen. Das ist ungefähr so, als wenn man jetzt einen Weg in die Vergangenheit macht. Und ich bin ja nun, wie gesagt, 31 geboren und ich konnte jetzt zu den einen oder anderen Themen viel zu sagen. Ich habe da ganz viele Vorstellungen, was man noch machen könnte. Ich denke mal, dass man so ein Magazin, was wir rausbringen, präsentieren könnte bei uns im benachbarten Veranstaltungszentrum. Ich bin fest davon überzeugt, da würden 300 bis 500 Leute kommen. Man würde Zeitzeugen auf die Bühne holen, mit denen man ein kleines Gespräch führen würde. Man würde einen kleinen Videoeinspielern, die eben an den Originalplätzen zeigen. Und man würde das neue Magazin schon gleich an die Frau und an den Mann bringen können.